Hallo liebe Gartenfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal der Profi-Amateure. Wir haben jetzt Mitte März herrlichsten Sonnenschein. Es ist zwar ziemlich kalt, aber nichtsdestotrotz machen wir trotzdem unseren ersten großen Gartenrundgang 2020. Ja, außerdem zeigen wir euch im Garten noch ein paar von unseren anstehenden Projekten für diesen Frühling. Und ich würde einfach sagen, viel Spaß beim Video. Hier stehen wir an unserem kleinen Minzbeet, wo wir letztes Jahr die Minze reingesetzt haben. Kommt jetzt auch schon ein bisschen. Außerdem haben wir jetzt noch Knollensellerie und ein paar Kohlrabi hoch zum Liebstöckel gesetzt. Ja, und neben diesem Beet seht ihr die Stachelbeersträucher, die wir auch mit Kuhmist schon gedüngt haben. Noch was zu den Stachelbeeren zu sagen. Das ist so eine kleine rote Sorte, die ist extrem lecker. Die haben wir schon seit meiner Kindheit hier im Garten und den habe ich rausgemacht, den Busch, und habe ihn vereinzelt und habe jetzt von jedem Ausläufer jetzt praktisch wieder so einen Strauch rangezogen und dann möchte dann so eine ganze Hecke hier haben. Und wenn man mal genau hinschaut, ich weiß jetzt nicht, was übrig geblieben ist an der Minze, aber teilweise kommen die jetzt hier schon wieder. Das waren vier verschiedene Minzen, also irgendwelche Cocktailminzen und Schokoladenminzen. Ja, bin ich gespannt, was da kommt. Hier außerdem noch der Knollensellerie. Obwohl es heute so kalt war, hat er eigentlich die Nacht ganz gut überstanden. Und dort oben sieht man schon den Liebstöckel, wie er rauskommt. Hier haben wir unsere roten Johannisbeeren und Stachelbeeren. Und wie ihr seht, haben wir hier noch weitere Beerensträucher gepflanzt. Aber dazu wird es nochmal ein extra Video geben. Also seid gespannt. Also bei diesen roten Johannisbeeren, die haben lang gebraucht. Also das war immer so ein kleiner Strauch, der nicht rausgekommen ist, und seit letztem Jahr hat er wirklich lange frische Ruten rausgeschoben. Man sieht es an der Rinde, die noch glatt ist. Im Vergleich zu der hier, die sind nämlich schon älter. Ich habe jetzt auch wieder Kuhmist drauf, dass er einfach eine Startgabe kriegt. Und man sieht auch ganz schön, die Blätter kommen jetzt durch die paar warmen Tage, die jetzt waren. Ist er richtig schön ausgetrieben. Ja, genauso wie hier die grünen Stachelbeeren. Also die sind auch wirklich schön geworden. Die Blätter treiben jetzt. Ich habe den ja geschnitten. Schaut euch das Video dazu an, wie man Stachelbeersträucher schneidet. Auch hier kam wieder Kuhmist als Dünger zum Einsatz. Hier an diesem kleinen Hang haben wir unseren Feigenbaum angepflanzt. Den hatten wir die ganze Zeit im Kübel innen drin stehen. Den haben wir jetzt hier mal angepflanzt und wollen einfach mal experimentieren, wie wächst der in unseren Breiten, und einfach mal schauen, was passieren wird bei diesem Baum. Hier haben wir noch einen wild aufgegangenen Josser-Bärenstrauch. Und wie ihr seht, treibt er auch schon ganz schön aus. Hier seht ihr unseren veredelten Kirschbaum. Und auch hier schieben jetzt die Knospen schon. Aber im Vergleich zum großen Kirschbaum ist er noch nicht so weit. Wenn wir uns jetzt den großen Kirschbaum anschauen, da sind die Knospen wesentlich weiter. Und es dauert nicht mehr lange, bis die dann rauskommen. Hoffentlich wird es dann bis dahin etwas wärmer, sodass sie nicht wieder erfrieren. Und hier nochmal einen kleinen Blick auf den Holunderstrauch. Und wenn man ganz genau hinschaut, sieht man hier auch schon die Blütenansätze. Ja, wir sind jetzt an unserem Birnbaum. Auch hier das gleiche Bild, das schöne Wetter lässt die Bäume jetzt richtig austreiben. Wir hoffen natürlich wirklich, dass die Bäume das alles überleben, weil es soll ja auch noch mal kälter werden jetzt Ende März. Und hoffen einfach, dass wir wirklich das Jahr eine richtig gute Ernte bekommen und nicht so wie letztes Jahr, dass sehr viel noch mal erfriert. Ja, wir stehen jetzt hier im Garten. Wie ihr seht, hier ist noch vom letzten Jahr Knoblauch, der kommt auch noch raus. Aber das Beet ansonsten ist natürlich noch leer, das müssen wir noch weiter vorbereiten für die Gartensaison. Und der Alex sagt euch jetzt was zu einem noch anstehenden Projekt von uns. Ja genau, wir haben ein Projekt vor, und zwar möchten wir heuer mal ein Hügelbeet ausprobieren, wie das funktioniert. Da haben wir überhaupt keine Erfahrung mit. Und zwar haben wir hier diesen Platz ausgewählt. Ich habe jetzt gestern mit dem Bulldog schon mal ein bisschen hier unseren Kompost weggeschoben. Das Hügelbeet jetzt soll auf die Länge von dem ganzen Gemüsebeet hier kommen. Wie wir das dann genau anlegen, da werden wir natürlich ein Video noch zu drehen. Und jetzt ist eure Hilfe gefragt. Und zwar
Wenn ihr Erfahrung mit Hügelbeeten habt oder gute Ideen, welche Kulturen besonders gut auf Hügelbeeten gedeihen, dann schreibt die doch bitte in die Kommentare. Unter allen Kommentaren werden wir ein Gartenstarterpaket auslosen. Und zwar bekommt ihr von uns ein Päckchen mit Rhabarberpflanzen und ein paar Topinambur-Knollen. Schreibt eure Ideen einfach dann unten in die Kommentare. Wir werden dann einen Gewinner auslosen und uns dann per Kommentar bei euch melden. Und ihr schreibt dann eure Adresse an unsere E-Mail. Und dann bekommt ihr dieses Paket zugeschickt. Außer haben wir nur ein paar Grad, aber hier im Gewächshaus haben wir schon knapp 20 Grad, also ideale Wachstumsbedingungen. Hier haben wir ja vor einer Woche unsere Radieschen ausgesät, wie ihr bestimmt in einem anderen Video gesehen habt. Und wie ihr jetzt gut beobachten könnt, sind die auch schon schön durch die Reihen gekeimt. Also sie drücken sich jetzt schon hier richtig raus. Hier habe ich leider auch gestern schon die erste Schnecke töten müssen, weil die meinen ganzen Kohlrabi gefressen hat. Ja, außerdem habe ich hier nochmal, nachdem jetzt alles zugemacht worden ist, alle Gärtnereien, habe ich mich nochmal eingedeckt mit frischen Pflanzen, ganz verschiedene Kopfsalate, Pflücksalate. Hier sehen wir nochmal weißen und roten Kohlrabi. Hier habe ich mal eine Zitronengraspflanze mitgenommen. Das schmeckt ja herrlich in asiatischen Gerichten. Will ich mal ausprobieren, ist angeblich nicht winterhart. Und dort hinten noch ein paar Fenchel. Außerdem wächst der Kopfsalat ganz gut, hat auch schön angewurzelt, man merkt schon richtig, die Kraft kommt schon aus den Knospen raus, also ich bin zufrieden. Zum anderen Gewächshaus, das muss jetzt noch hergerichtet werden, da ist noch gar nichts dran, da wird jetzt ein Teil von dem Salat hier noch reinwandern, den Rest werde ich gleich ins Freiland alles setzen. Wir möchten euch jetzt noch ein weiteres Projekt von uns vorstellen. Es wird euch bestimmt gefallen, und zwar möchten wir mit euch in den nächsten Wochen zusammen ein Hochbeet bauen. Also euch eine Anleitung geben, wie wir unser Hochbeet bauen. Und zwar haben wir jetzt im Baumarkt erstmal eingekauft, wie ihr hier hinter uns seht, alles was man für ein Hochbeet braucht. Also wir haben uns einfach so Terrassendielen gekauft, in dem Fall jetzt Douglasie, aber man kann genauso gut Lärche nehmen. Fichte sollte man nicht nehmen, weil das schnell durchrottet. Douglasie ist der wetterbeständiger. 2 Meter Planken, weil wir ein 2 Meter langes Hochbeet bauen wollen. Ja, und auch hier unsere Mittelpfosten, beziehungsweise wie man es dann festschrauben, auch aus Douglasie, einfach, dass man dann Holz haben, das ein paar Jahre aushält, weil wir wollen es nämlich ohne Folie, ohne Plastik machen. So, wir sind am Ende von unserem kleinen Gartenrundgang. Wie ihr sicherlich gesehen habt, schönstes Wetter heute. Zwar nicht ganz so warm, aber in der Sonne wirklich sehr angenehm. Alles blüht, alles fängt an zu wachsen. Es wird langsam Frühling, man merkt es richtig. Es macht richtig Spaß, sich den Garten anzuschauen, alles beim Wachsen zuzuschauen. Ja, jetzt sind wir wieder hier am Ausgangspunkt angekommen, am Bulldog. Ja, ich möchte nochmal aufs Gewinnspiel aufmerksam machen. Also, wenn euch Tipps einfallen, welche Pflanzen besonders gut auf einem Hügelbeet gedeihen, schreibt es einfach in die Kommentare. Wir benachrichtigen dann im Laufe der Woche den Gewinner. Und ja, dann gibt es eine tolle Rhabarberpflanze und Topinambur-Knollen zu gewinnen. Das war's auch schon. Sollte der Wind jetzt irgendwelche Tonprobleme verursacht haben, bitten wir vielmals um Entschuldigung, aber leider können wir den Ostwind nicht ausschalten. Wir frieren hier eh schon hier im Halbschatten. Man merkt sofort, wenn man nicht in der Sonne steht. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert unseren Kanal, weil immer noch über 90% unserer Zuschauer haben kein Abo. Uns würde das riesig freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert, und seid gespannt auf viele neue, coole Projekte hier in diesem Gartenjahr 2020.